Einmal ist Corporate Volunteering ganz präsent momentan, vor allem in Deutschland. Viele Mitarbeiter versuchen sich im Namen des Unternehmens ehrenamtlich zu engagieren. Und das Zweite ist, dass Unternehmen versuchen, durch ihr gesellschaftliches Engagement mehr Wirkung zu erreichen, gezielter zu agieren. Die Initiative zur Flüchtlingshilfe. Da ging es darum zu schauen, wie wir in 2015 mit der großen Welle von Flüchtlingen, die zu uns nach Deutschland gekommen sind, wie wir da eben einerseits unseren großen Stamm an Mitarbeitern, das ehrenamtliche Engagement der Mitarbeiter mobilisieren konnten und eben unser Know-how gewinnbringend eben für die Integration in die Gesellschaft in Deutschland von den Geflüchteten eben einsetzen konnten. Das größte Aha-Erlebnis für mich während der CC-AG-Sessions war tatsächlich, dass man schnell festgestellt hat, dass alle Unternehmenskollegen sozusagen oder Partner aus anderen Unternehmen die gleichen Herausforderungen haben und man oft so in seiner eigenen Wahrnehmung denkt, man ist der Einzige mit diesem Problem, aber man stellt schnell fest, dass alle vor den gleichen Herausforderungen stehen. Die Stimmung ist toll, es ist eine angenehme Atmosphäre. Wir können auch mal gemeinsam lachen über Herausforderungen, über ähnliche Erfahrungen, die wir gemeinsam gemacht haben. Und das belebt einfach das Team. Also was ich immer besonders wertvoll finde, ist den Austausch der verschiedenen Firmen, der verschiedenen Akteure der unterschiedlichen Firmen, wo man also wirklich unterschiedliche Sichtweisen, Vorgehensweisen auch Einblick erhält und der Austausch untereinander ist immer besonders wertvoll. Ich war immer ganz inspiriert und mit vielen Impulsen nach Hause und konnte auch schon viel mitnehmen tatsächlich.